Und jetzt gehen wir zu den Krabben. Lieber Lasse, Ehrenamt ist zunächst das Stichwort. Du bist ja auch ehrenamtlich bei der HSG. Ja, das ist genau richtig. Also ich habe mehrere Positionen natürlich inne. Also HSG-Leiter ist der eine Punkt, dann bin ich natürlich auch noch Trainer und ich bin auch noch Schiedsrichter. Daher würde ich behaupten, in der Ehrenamtlichkeit ziemlich tief drinne. Und ja, es ist halt einfach schade, finde ich immer, wie das Ehrenamt heutzutage wertgeschätzt wird. Und ich denke mal, mir ist auch gerade diese Zeit, die Corona-Zeit, zeigt einfach, was der Sport an sich, was Ehrenamtler an sich eigentlich noch leisten, damit einfach das normale Leben irgendwie doch stattfinden kann und ein bisschen Ablenkung tatsächlich dann auch da ist, wenn es mal solche kritischen Szenarien gibt. Und ich finde, das muss einfach ein bisschen mehr rausgestellt werden. Und ja, es ist halt ziemlich viel Energie, die Menschen da auch reinlegen. Ne? Jeder für sich, jeder für seinen Verein, jeder für seine Leidenschaft, jeder für seine Mannschaft oder für sein Team oder wie auch immer. Und das finde ich schon, das muss echt mal rausgestellt werden. Das ist ein Bombenjob, den die meisten leisten. Und das wirklich, ohne da jetzt großartig zu sagen, ich will jetzt viel Geld dafür haben oder sowas, sondern sie machen es, weil sie das aus Überzeugung zur Sportart oder zu seinem Leben dann einfach dazugehört, anderen Leuten auch mal was zu geben. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen. Was motiviert dich? Ja, das Arbeiten mit Menschen an sich halt. Ne? Also auch mein Berufszweig. Ich bin Einzelhandelskaufmann, ich arbeite gerne mit Menschen. Und ja, das ist einfach das, was wirklich für mich auch wirklich aktiv ist. So, ne? Also jedes Mal mit Menschen was zu tun zu haben, mit einer Spielerfrau auch tatsächlich auch gerne mal, wenn man einfach mal in der Landesliga ein Spiel pfeifen darf oder sowas von den Männern, wo es mal ein bisschen aktiver wird, dass man einfach dabei ist und zeigen kann, okay, komm, wir sind einfach alle irgendwo denn da und wir unterstützen uns gegenseitig. Der eine etwas besser, der andere etwas schlechter. Natürlich, aber dennoch immer im besten Wissen und Gewissen. Und das motiviert mich halt einfach. Und das ist auch für jeden Kollegen, ob das jetzt ein Schiedsrichterkollege ist, ob das jetzt ein Vereinsvorstandskollege ist oder ob das jetzt nur ein Trainerkollege ist, für mich einfach Motivation genug, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Natürlich auch vereinsübergreifend und verbandsübergreifend tatsächlich auch. Wie schafft man es da, jetzt Nachwuchs ranzubekommen sozusagen, dass auch weitere Generationen sich genau davon motivieren lassen, sich davon inspirieren lassen und das dann auch später übernehmen? Ja, den Nachwuchs ranzukommen, das ist relativ einfach. Aber tatsächlich will ich das auch meinen Kindern später mit auf den Weg geben, dass es wirklich einfach ein Muss ist, auch mal für andere Menschen halt da zu sein, dass man wirklich auch mal sich ins zweite Glied stellt und nicht mehr nur an Position 1 ist. Ist natürlich in der heutigen Zeit deutlich schwieriger, keine Frage. Aber das ist halt ein Wertegefühl, was ich vermitteln würde meinen Kindern gegenüber, halt auch anderen gegenüber. Manche verstehen es halt eher, manche verstehen es halt etwas weniger. Aber das ist heutzutage so. Und ich denke mal, die es verstehen, die engagieren sich auch dementsprechend dann in naher Zukunft oder aktuell schon ziemlich stark dafür tatsächlich. Dirk, würdest du das unterstreichen? Wie sieht es mit dem Ehrenamt in Sieverstedt aus? Oder sagen wir mal Richtung Zukunft geschaut? Ja, also das Ehrenamt halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Das wird gerade in so einem kleinen Verein wie bei uns auch groß geschrieben und auch gepflegt. Und wir sind auch dabei, also Nachwuchskräfte, die auch bereit sind, Ehrenämter zu übernehmen, schon ranzuführen. Also das ist bei uns wirklich gut aufgestellt und hat sich ganz besonders auch dieses Ehrenamt gezeigt, wie wir als Dorfverein in der A-Jugend-Bundesliga tätig gewesen sind. Lasse, jetzt braucht man ja nicht nur handballerisch, sondern generell in jeder, naja, ich will nicht sagen in jedem Beruf, aber jeder Mensch hat so für das, was er tut, irgendwo auch ein Vorbild. Was ist auf den Handball bezogen dein Vorbild? An wem orientierst du dich vielleicht auch so ein bisschen?
Ja, es ist relativ schwer, da jetzt ein genaues Vorbild rauszuziehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mal eine Zeit beim THW, da durfte ich mal im Erstligakader ein bisschen schnuppern und das, was so zum Beispiel Nockar Sedarusic einem mitgegeben hat, was man da sehen und hören konnte, fand ich schon beachtlich. Von Raúl Alonso tatsächlich habe ich auch ziemlich viel mitbekommen aus der Trainersicht. Aber nichtsdestotrotz, also ich versuche da schon irgendwo meinen eigenen Weg zu gehen, meinen eigenen Input zu bringen. Ja, also es ist schon relativ schwierig, da jetzt genau ein Vorbild zu geben. Aber ich bin leidenschaftlich und ich denke mal, wenn man Leidenschaft weitervermitteln kann, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Was waren deine Aufgaben in der Corona-Zeit? Ja, meine Aufgabe in der Corona-Zeit, ja, erstmal das Vereinsleben zu organisieren mit meinen Vorstandskollegen noch beisammen. Da es ja doch ziemlich dolle Einschnitte gab. Alle wollten natürlich irgendwie auf die Platte, alle wollten sie irgendwie trainieren, sie wollten sich wiedersehen, war dann doch nicht so möglich. Man hat dann eigene Challenges entwickelt, die in den Mannschaften dann halt tatsächlich rumgegangen sind, damit man da wenigstens noch den Bezug zur Mannschaft hat, zum Verein hat. Das hat relativ gut funktioniert, soweit ich auch tatsächlich mitbekommen habe. Aber ja, grundsätzlich war das natürlich der Punkt. Uns wieder zu fokussieren darauf, dass wir dann irgendwann mal wieder ein bisschen was mit dem Sport machen können und natürlich unter den besten Voraussetzungen, den besten Möglichkeiten, sei es in Halle oder auf dem Sportplatz tatsächlich. Du sprichst es an, als ihr seid sehr, sehr aktiv auf Instagram, gefühlt mit allen Kanälen. Als ich das heute in die Story gepackt habe, dass du bei uns zu Gast bist, kann man das sehen, was ich da alles an der Seite verlinken musste, um wirklich teilweise, ich wette, irgendwen habe ich vergessen, aber ich habe Hokro Krabben, HSG Hokro Jugend, dann die HSG Krabben, HSG Holcro 2. Krabben Supercup auch noch. Also ihr habt extrem viel. Ist so der allgemeine Account? HSG Krabben, oder? Ja, genau, das ist richtig. Ja, wie du schon ansprichst, ne, wir machen es halt tatsächlich ziemlich viel und da stehen auch extrem viele Menschen dahinter, die das halt auch alle tatsächlich auch ehrenamtlich machen, damit das genauso ist, wie wir es jetzt ja, die ganze Zeit über jetzt halt auch vorgelebt haben tatsächlich, ne? Und ohne die ganzen Leute, die da tatsächlich auch aus unserem eigenen Verein hauptsächlich aus entspringen. Ich meine, mein Kollege hat es gerade gesagt, das ist Gold wert, sowas zu haben halt, ne? Und das haben nicht viele. Viele machen das tatsächlich deutlich schwieriger oder kriegen es deutlich schwieriger hin tatsächlich. Aber ja, wir haben viele Leute und die helfen auch sehr gut, wo sie können. Kommen wir mal zum Sportlichen. Letzte Saison, erste Mannschaft, Oberliga Platz 9. Dann der Abbruch sozusagen. Wie bewertest du die, sportlich gesehen, die Oberligasaison? Ja, gut, wir hatten ja etliche Abgänge tatsächlich, auch gute Abgänge. Daher wussten wir ja darüber, dass die Saison tatsächlich nicht einfach werden würde. Ich denke mal, alles, was einstelliger Tabellenplatz ist, bis nach oben hin, also ich glaube von 5 bis 9, braucht man nicht sagen, dass man jetzt irgendwie traurig drüber sein müsste, dass es diesen Platz gibt oder wie auch immer. Also ich war nach wie vor, und das bin ich auch immer noch von der Überzeugung gewesen, selbst wenn es keinen Abbruch gegeben hätte, hätten wir die Klasse gehalten. Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft ist auch gut soweit. Das Trainerteam, was dahinter steht, ist auch gut. Da habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Aber natürlich, klar, wenn man natürlich in die dritte Liga Spieler verliert, das muss man auch erstmal auffangen. Das ist natürlich ganz klar. Das hängt mit dem Akku. Und über die letzten Tage waren schon die ersten Neuzugänge zu betrachten, auch wieder auf Instagram. Imke Lübker-Seidel beispielsweise, Anni Hinrichsen kommt. Heute war zu sehen, Jule aus Norderstedt ist mit dabei. Also, würdest du sagen, ihr seid jetzt schon gut aufgestellt für die kommende Spielzeit, wann auch immer die startet? Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, es ist ein gefestigtes Team, es ist ein gutes Team gewesen. Es wurde jetzt mit Sicherheit auch nochmal an der einen oder anderen Stelle verstärkt. Klar, mit Imke brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine gestandene Drittligaspielerin. Also das ist tatsächlich eine sehr tolle Verstärkung gewesen oder ist es tatsächlich oder kann es werden, wenn wir dann endlich mal wieder Handball spielen dürfen. Aber grundsätzlich, die Mannschaft ist intakt und wir wollen ja auch langfristig in die dritte Liga dann tatsächlich auch hoch und da macht es natürlich Sinn, eine gute Mischung aus jungen Spielerinnen zu haben, die wirklich auch Bock haben und erfahrene Spieler,
wie zum Beispiel Imke, wie zum Beispiel auch Anni. Anni ist ja ein Eigengewächs aus der Jugend von uns, hat ja von der E-Jugend an alles miterlebt und durfte dann auch mal ein bisschen Luft schnuppern bei OKT und bei Wattenbek in der dritten Liga. Also da können wir doch schon sagen, dass wir ziemlich viel Erfahrung haben. Kaya Lübcke auch nochmal von OKT als Drittligaspielerin. Also ich denke mal, das ist jetzt ein gesunder Grundstock, wo man jetzt in den nächsten Jahren mit planen kann. Und die Trainer sind natürlich auch dementsprechend auch dahinter und formen so gut sie können natürlich. Aber das ist doch mal eine Aussage. Wir wollen langfristig gesehen in die dritte Liga. Und man muss sich auch immer Ziele setzen. Daher die Frage angeschlossen, was fehlt euch noch für Drittliganiveau? Ja, was fehlt? Ich als HSG-Leiter sehe das halt immer aus folgenden Gesichtspunkten. Es muss eine intakte Mannschaft sein. Es darf nicht nur auf ein, zwei Spieler aufgebaut sein. Und das Wirtschaftliche muss natürlich passen. Und der Verein muss halt auch passen. Es bringt nichts, wenn man eine Mannschaft hat, meiner Meinung nach, die eine erste Mannschaft ist, wo das ganze Geld reinfließt, kein Unterbau da ist, keine zweite Mannschaft da ist, keine A-Jugend da ist oder wie auch immer, sondern dass man sich jedes Jahr neue Spieler suchen muss. Und das ist auch nicht meine Idee vom Handball dahinter, sondern es ist tatsächlich so, dass von den Kleinsten, von der E-Jugend an bis zu den Großen, dass alles aufgebaut wird und nachhaltig ist vor allem. Und das können wir aktuell bieten, das werden wir auch weiterhin bieten. Und das ist der Grundstock dafür, wo wir über dritte Liga reden können. Und alles Weitere natürlich wird die Zukunft zeigen und es wird natürlich auch zeigen, welche Stellschrauben im Hintergrund natürlich gedreht werden, damit es leichter möglich sein wird, dieses Ziel zu erreichen. Aber Step by Step, das zeichnet uns auch aus, wir rennen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Die zweite Mannschaft steigt auf in die SH-Liga. Wie wichtig ist es dann, dass dieser Unterbau dann irgendwann auch so hoch spielt? Ja, also grundsätzlich ist was die zweite Frauen geleistet hat, war eine grandiose Saison. Also da muss ich ja auch meinen Mädels tatsächlich ein Lob aussprechen. Also das war wirklich gut, was die da geleistet haben, anstandslos. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja schon jahrelang das so gehabt, dass aus der A-Jugend direkt welche in die erste Frauen gegangen sind. Manche haben halt nochmal 2 Jahre bei mir in der zweiten Frauen gespielt, sind dann auch in die erste Frauen gegangen. Also dieses Konzept haben wir ja schon tatsächlich langfristig. Dadurch, dass wir jetzt natürlich andocken konnten, quasi mit einer Liga unterhalb der Oberliga, mit der zweiten Frauen, ist natürlich ein klasse Niveau tatsächlich. Aber auch da gilt es jetzt erstmal, Klassenerhalt zu sichern und den Unterbau tatsächlich weiter voranzutreiben. Und ich denke mal, das ist momentan das Beste, was uns passieren konnte tatsächlich. Ja. Über 700.000 aktive Handballer gibt es in ganz Deutschland und mehr als 24 Millionen Handballfans. Bereits jetzt sind wir in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen aktiv. Doch unsere Plattform soll noch flächendeckend in ganz Deutschland präsent sein. Sei du mit dabei und werde ein Teil von Sprungwurf TV. Zusammen fördern und steigern wir die Bekanntheit des Handballs und rücken diese einzigartige Sportart in das mediale Zentrum.